Hallöchen und willkommen zu einer neuen Folge Elex. Ich suche immer noch den reisenden Händler. Hat den hier jemand gesehen? Die Herrschaften? Vielleicht jemand? Hier ist kein reisender Händler. Reisender Händler. Reisender Händler. Wo ist denn der hier auf der Map? Oh, weitergereist. Oder er war nie hier. Gut. Erstmal hier. So. Pass auf. Für Chemie. Was brauche ich denn da? Oh, habe ich ja sogar schon. Ja, mei. Okay. Dann würde ich gerne das hier irgendwann mal noch. Da hätte ich die Intelligenz. So. Ansonsten. Ja, brauche ich halt erstmal Geld. Da holen wir uns doch mal Geld. Bei meinen Boys. Mal gucken, wen ich hier anpumpen kann. Ich meine, ich könnte natürlich auch schnell mal ein paar Quests machen. Warte mal. Lass den Unfug. Halt's Maul. Ne, ich höre nicht mehr auf euch. Ich bin halt bald Chef. Ja, Chef von einer viel cooleren Bande. Weiß gar nicht, ob ich das überhaupt kann, da ich ja jetzt hier schon beigetreten bin. Hey, du. So. Kauft ihr mir das überhaupt ab, was ich hier habe? 17 davon. Die Heiltränke brauche ich natürlich. Hier. Zack, zack, zack. Ja, auch den. Und auch das. So, Goldbrocken. Eisen. Schwefel. Da brauchen wir natürlich immer noch so einiges. Die Mission müssen wir noch machen. Ja, die Kriegerrüstung haben wir natürlich noch dabei. Das hier kann weg. So, haben wir schon mal die 1000. Ja. So, jetzt gucken wir mal, ob das so funktioniert, wie es funktionieren soll. Wir holen uns jetzt den Händler. Ich mal, also das Elektroschrott und sowas können wir verkaufen für 10, haben wir gesehen. Mon amour, du le jour. Ich möchte für den Ausbau des Lag. Kann. Und zwar möchte ich gerne den Händler anheuern. So, da steht er. Dann muss ich mal gucken, wo das jetzt genau ist. Da oben ist das Ding, das müsste. Also, ja, okay. Dann müsste ich hier hoch und dann müsste er da. Ach, da sehe ich schon. Da sehe ich schon. Hier ist Le Händler. Moin. Hallo. Zeig mir. So, jetzt bin ich mal gespannt. Was man hat. Oh. Kettensäbel. Ja, nice. Mhm. Oh, Mission geben mehr Erfahrung ist natürlich cool. Aber ich will gucken nach anderen Sachen. Oh, der hat natürlich auch schöne Sachen dabei, ne? Hier. Das ist immer noch teurer. Ne? 11. Warte mal, ich kauf mal 1. So. Zeig mir deine. Haha. Geht dann nämlich gar nicht mehr so. Okay. Das ist schon mal schlecht.
Das ist schon mal sehr schlecht. Denn eigentlich war der Trick ja so, dass man damit hier, ne, easy peasy Geld machen kann, indem man den Schrott kauft und gleich wieder verkauft bei ihm. Gut, dann geht das schon mal nicht. Aber warte mal, was hat denn der für Rezepte? Beziehungsweise, was habe ich für Rezepte? Die Rezepte waren hier. Mal weg. Wir sehen uns später. Oder? Ja. Ich brauche den eigentlich nicht. Ich brauche die besseren. Mal gucken, der hat ja bestimmt die Rezepte. Zeig mal her. Ob du da an Rezepten hast, mein Freund. Trank. Qualität. Cucaracha. Interessant, interessant. Hier Attributspunkte. Erfahrung. Aber gibt es nicht noch einen, wo man was Besseres bekommt? Also. Ne? Ist ja auch egal. Der hier würde mir schon reichen. Kostet 95. Brauche ich Schnaps und reines Elex. So, und den hier haben wir ja. Und reines Elex bekommen wir ja bei ihm, habe ich gesehen, ne? Für 95 pro Stück. Schnäppchen. Ein Schnäppchen. Aber ihm können wir halt auch immer schön die Sachen verkaufen. Gut, dann machen wir erstmal noch ein paar Quests. Beziehungsweise wir suchen mal die Leute hier, die wir brauchen. Wir müssen ja irgendwo rumstehen. Hier ist er halt, ne? Wir könnten uns hier natürlich bedienen, aber das wollen wir nicht. Habe ich das vielleicht als Quest? Oh, was habe ich denn hier noch? Ah. Bringt halt auch immer ein bisschen, ne? So. Hier. Zeigt er mir die an? Ja. Was ist das? Lloyd. So, ihn hier. Harley. Und der andere. Dann quatschen wir die mal an. Ah, da hinten sehe ich schon. Nein. So, moinsen. Du, was glaubst du, wo du da hingehst? In den Puff. Das hier ist Sperrgebiet und du hast hier nichts verloren, Mann. Wie sprichst du denn? Nach Sperrgebiet sieht das hier gar nicht aus. Soll ich vielleicht noch ein paar Zäune für dich aufbauen oder was? Ja. Schnauzt du jeden gleich an, der hier vorbeikommt? Hey Mann, das ist eine gefährliche Gegend hier. Nur ein Schritt in die falsche Richtung und du bist erledigt, Mann. Also schwing deinen Hintern besser hoch in unser Lager. Oder verschwinde besser gleich ganz von hier, wenn du nicht als Mutantenfutter enden willst. Euer Lager ist nicht besonders gut befestigt. Nein, Mann. Aber was erwartest du von ein paar heimatlosen Kämpfern, die versuchen, eine Bleibe zu finden? Wir versuchen, unser Leben hier draußen zu bestreiten, wie es eben geht. Und müssen nehmen, was wir kriegen können. Ist der besoffen? Mutanten sind überall auf Magalan. Mag sein, aber die in dieser Gegend sind besonders hartnäckig. Ich habe schon elendig viele von ihnen platt gemacht, aber sie kommen immer wieder. Mittlerweile sind es schon mindestens 10 Mutanten in der Nähe.
Sie scheinen nur auf den richtigen Moment zu lauern, um unser Lager anzugreifen. Ich könnte dir bei deinen lauernden Mutanten helfen. Ja, oh Mann, das ist eine gute Idee. Zusammen sollten wir eine Chance gegen die Biester haben. Ich sag dir, wie wir es machen. Du lockst sie einzeln zu mir hier rüber und wir machen sie dann gemeinsam platt hier oben. Okay? Okay. Risikominimierung für die eigene Haut? Dachte ich's mir doch. Erst große Töne spucken und dann doch kneifen, wa? Pass auf, Kollege. Ich kann hier nicht weg. Ich habe den Auftrag, das Lager zu beschützen. Wenn die Viecher das Lager angreifen, bin ich die letzte Bastion hier draußen. Verstehst du? Auf keinen Fall werde ich meinen Posten verlassen. Also entweder machen wir so, wie ich es gesagt habe, oder gar nicht. Also mach schon. Und lock die Mutanten hierher. Am besten einzeln, okay? Okay, ich versuch's mal. Problematik. Ach du Scheiße. Achtung! Einzeln klappen so ganz. Das machst du nicht ungestraft. Oh, hey, 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 hey. Ja, lass mal. Fifi. Darf ich mal da? Das ist aber gut hier, also. Jetzt werde ich aber aggressiv. So, erstmal. Oh ja, die haben schön Schrott dabei. Sollte Tränke ausrüsten. Tränke. Ich hatte doch normale Heiltränke, hier kleine Heiltränke. Von mir aus. Ne? So. Ich muss sie gar nicht zu ihm locken, ne? Ich kann die auch selbst töten. Na, sehr gut. Zu wissen. Es geht los. Achtung! Die Viecher sind total stark. Besonders hartnäckig, sagt er. So ein Pussy. Einer fehlt noch. Übrigens, ne? Wir brauchen Geld. Deshalb sollten wir immer alles mitnehmen, was wir finden können. Auch an Pflanzen. Alles. Das lässt sich alles verkaufen. Oder eben zu was Besseren machen. Muss mal gucken, was ich für Heiltränke alles brauche. Dankeschön. Stimmt, wir können ja jetzt auch abbauen und so, ne? So, ein Wühler fehlt noch. Einer fehlt. Da sind gleich zwei. Achtung! Ach, hey. Wenn das mit dem Waffeausrüsten immer mal klappen würde, so wie ich das will. So, leiden wir alle. 1000 Erfahrung, Alter. Das ist ja der Hammer, ne? Der Hammer. Dann nähern wir uns schon der 20 und 25 müssen wir ja sein. Wie wir wissen. So. Es auch Elix gibt. Elixit. Deine lauernden Mutanten dürften niemanden mehr bedrohen.
Wieso? Sind alle weg? Ich denke schon. Wow, Mann. Da kann ich ja heute früher Feierabend machen. Hier, nimm das für deine Hilfe. Ja, nice. Ich hau ab zurück ins Lager. Wenn du willst, kannst du ja mitkommen. Leute wie dich können wir hier gut gebrauchen, Mann. Jo, und nochmal 1000 Erfahrungen. Ja, nice. Oh, wenn ich jetzt diesen Ring hätte, der mir noch mehr Erfahrung bringt. Naja, ist egal. Ist egal. Jetzt bin ich nochmal zum Händler. Na, ich würde gerne dieses Rezept kaufen. Und gleich mal wieder Sachen verkaufen. Zeig mir deine Ware. Blick nicht so von oben auf mich herab. Ah. So. I need. Da ich gesagt, Rezept für Elextrank. Die Attributpunkte sind nämlich ganz wichtig. Dauerhafter Heiltrank. Mhm. Ach, der macht die maximale Gesundheit. Ja. Das klingt eigentlich auch nach einem. Oh Gott. Nach einem teuren Rezept. So, und ich brauche reines Elix, haben wir gesagt, ne? Kann ich mir schon mal 2 von leisten. Aber ich kann ja auch. Ich habe so viele Energiezellen. Bringt zwar nicht viel hier, Brennstoff brauche ich auch nicht. Bolzen brauche ich auch nicht. Plasma brauche ich auch nicht. Explosivbolzen brauche ich auch nicht. Sprengrakete brauche ich auch nicht. Splittergranate brauche ich alles nicht. Ja? Kann man gleich mal wieder Money machen. Hier auch der ganze Schrott. Die Münzen behalte ich mal noch. Da war irgendwas, ne, wo man die nutzen konnte. So, dann kam hier noch ein Schrott. So, an Pflanzen können wir eigentlich auch. Die Pressluft haben wir, müssen wir auch mal noch. Ne? Den hier haben wir jetzt von Klebeband. Metallschrott. Auch schon wieder einiges. Jawohl. Das hier. Die Hornplatte brauchen wir nicht. Aber das Elex. Da haben wir sogar schon noch eins von. Hier sind die ganzen Krautdinger. Ne? So. Hier brauchen wir auch nicht. Wir sind kein Kleriker. Auch das. Und auch das. Und auch das. Da müssen wir auch immer mal gucken, was man überhaupt nicht gebrauchen kann. Hier das zum Beispiel. So. Zeig mir deine Ware. Natürlich. So. Pass mal auf. Dein reines Elex. Ist für mich sehr interessant. Waren das? Waren jetzt das reine Elix da? Wupp, wupp, wupp. So, und kann ich nochmal? Zeig mir deine Ware. Natürlich. Hm, hier, ha, hat er gleich schon wieder Neues. Nice. So. Und dann. Der hat ja. Hier haben wir ja noch gar nicht das Ding, ne? Das Chemie-Baukästelchen. Die Werkbank müssen wir erst noch bauen. Brauchen wir wieder 2000 Münzen für, ne? Aber erstmal gehen wir hier hin. Ah, diese Werkbank. So, hier Elextrank. Brauchen wir Schnaps und reines Elix.
Ah, es gibt zwei Rezepte dafür. Aha. Bei den einen brauchen wir keinen Schnaps. Okay, wir machen erstmal das hier. Da fehlt noch was. So, und dann machen wir wieder vier Reihen des Elix brauchen wir dafür immer. Okay. Für einen kleinen Elix-Trank brauchen wir zwei. Den machen wir aber nicht, weil die 100. Ne? Aber jetzt haben wir erstmal. Technik wird hier nicht gerne gesehen. Ist mir egal. Jetzt haben wir erstmal hier drei wunderschöne Tränke. Hier. Vier. Stimmt, einen hatten wir. So. Nee. Pam. Intelligenz 40. Und dann brauchen wir noch. Warte. 60 gerissen. Um Himmels Willen. Schwere Waffen brauchen wir jetzt nicht. Jetzt brauchen wir sowieso erstmal Geld. Ne? Geld ist jetzt erstmal ganz wichtig. Oh, das wäre vielleicht auch mal nicht schlecht. Und hier noch weiter ausbauen. Ja, hier gibt es so vieles, was noch ganz nett wäre. Kostet aber auch ganz nett. Und wir brauchen ja noch Konstitution, glaube ich, ne? Für unsere Rüstung, genau, 40. Okay, da müssen wir erstmal wieder Geld sammeln, damit wir mehr reines Elix kaufen können. Und Schnaps. Schnaps ist nicht so teuer, ne? Lass das lieber bleiben. Ja gut, haben wir jetzt... Ja, jetzt Maul. Kriegen wir sicher auch bei dem. So, da gucken wir in der nächsten Folge. Wir machen dann wieder ein bisschen Liebesgut-Missionen, würde ich sagen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss. Bis zum nächsten Mal.